Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und schön, dass ihr heute mit dabei seid. Es ist Dienstag, der 16. Mai und es warten auch heute wieder drei frische und natürlich sehenswerte Streaming-Tipps auf euch. Los geht's mit einer geheimnisvollen Profikillerin auf der Suche nach Gerechtigkeit. Mitten in Montana treibt eine Auftragsmörderin ihr Unwesen und verbreitet Angst und Schrecken. Nicht mal einen Namen hat die Frau. Sie wird einfach nur The Woman genannt. Ziemlich akribisch arbeitet sie ihre Opferliste ab und bringt mit Ruhe und Gelassenheit immer mehr Menschen um. Karma ist der Glaube. Unsere gegenwärtigen Handlungen entscheiden über unser Schicksal. Ich bin hier, um bei Ihrer Transition zu helfen. Ihr Schicksal ist unausweichlich, Mr. Roy. Sie werden sterben in ein paar Sekunden. Es ist beschlossen. Und der moralische Aspekt, wie gehen Sie damit um? Mit einer 9mm Beretta. Eigentlich führt The Woman, gespielt von Kate Bosworth, nur das zu Ende, was ihr Vater angefangen hat. Doch im Laufe der Serie wird auch deutlich, dass sie selbst einige dunkle Geheimnisse versteckt und anscheinend eine wichtige persönliche Mission ausführt. Die moderne Western-Serie Bring on the Dancing Horses, die Killerin vor der Tür, findet ihr jetzt bei RTL Crime und RTL Plus. Auch in unserem nächsten Tipp dreht sich alles um eine geheimnisvolle Frau. Anna Nicole Smith war in den 90ern auf dem Höhepunkt ihrer Modelkarriere. Die Öffentlichkeit kannte sie als eine wunderschöne, charismatische und lebhafte Frau, die wusste, wie man die Mengen und natürlich auch die Männer um ihren Finger wickelt. Einer dieser Männer war der 62 Jahre ältere Milliardär Howard Marshall, den sie dann auch geheiratet hat. Dazu hatte natürlich auch die Öffentlichkeit eine Meinung. He's just a wonderful man that I love deeply. And people assume it was a lie. Sie war am Boden zerstört über das, was die Medien über sie sagten. Sie hat alles verloren. It's been all sweet to you guys, and y'all screwed me over. In der Öffentlichkeit sah man immer die lebhafte Sexbombe in ihr. Aber hinter der Fassade eine ganz andere Geschichte. Mit ihr war es immer die reinste Achterbahnfahrt. Als ihr Mann stirbt, entbrennt ein erbitterter Streit um das Erbe und Nicoles Leben beginnt immer weiter auseinanderzufallen. Die Doku Anna Nicole Smith, You Don't Know Me, blickt hinter die Fassade des Models und zeigt bisher unveröffentlichtes Material. Ihr könnt sie ab heute bei Netflix gucken. Unser letzter Tipp nimmt uns mit auf die Frühchen-Intensivstation in Darmstadt. Hier verbringen Eloise, Francis und Louis die erste Zeit ihres Lebens. Die drei sind viel zu früh auf die Welt gekommen, schon in der 25. Schwangerschaftswoche, also 4 Monate zu früh. Sie sind winzig klein und müssen ständig überwacht werden. Für die Eltern Tanja und Johannes ist das natürlich alles ein großer Schock. Aber sie sind zum Glück nicht allein. Ein ganzes Team von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern kümmert sich um die Drillinge und langsam aber sicher zeigen die Geschwister, was in ihnen steckt. Die zweiteilige Doku »Drei Hand vor Leben« begleitet Eloise, Francis und Louis auf ihrem steinigen Weg ins Leben bis hin zu den ersten Momenten im richtigen Zuhause. Ihr könnt die Doku-Serie jetzt online first in der ARD-Mediathek streamen. Das war's für heute auch schon wieder mit unseren drei Streaming-Tipps. Morgen könnt ihr euch wieder auf eine neue Folge freuen. Die findet ihr wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Oder ihr hört sie mal über euren Smart Speaker von Amazon. Dafür einfach den Detektor FM Skill installieren und schon könnt ihr Alexa nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. An dieser Folge haben Tim Schmutzler und Lia Rogge mitgearbeitet. Ich bin Anja Bolle, sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.